Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir haben gedacht, immer als Erster zu spielen, ist immer so, da kommen manchmal noch nicht so viele Leute, aber es ist toll, dass es schon viele da sind hier. Ja, kommt mit was. Funktioniert die Technik hier jetzt? Aber, nee, für den Film. Los? Kann ruhig weniger machen. Ja. La 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 la. Ich sitz alleine vor meinem endlos leeren Blatt und spüre keine Logik darin, was mir mein Gedanke sagt. Er ist einfach nur da, mal verschwommen, mal glasklar. Ein Gedanke, der so noch nie da war. Ich zupfe ziellos auf meiner alten Klampe rum und brauche viel Geduld. Ich höre Töne, die ich summ, immer wieder und von vorn. Worte sind nicht ganz konform zu den Tönen, die ich sing. Und jeder hört schon, wie das klingt. Ja, ich weiß es nicht genau, wann das Reimen mich ergriff. Wann ich das erste Mal ein Lied schrieb aus dem Nichts. Als klirrender Prolet ging ich an der Heimat fort und als singender Poet melde ich mich an so manch fremden Orten zu Wort. La 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 la. Ich liebe sie, die Poesie in reinster Form und gebrauch sie manchmal ganz entgegen jeder Norm. Wie ein Baustein für ein Haus forme ich ein Lied daraus über das, was für mich zählt auf dieser Welt. Ja, ja, die Lyrik, manch dicht das Waffengewand, in der so mancher seine eigene Wahrheit wiederfand, ist für meine Strophen stets ein wichtiger Beleg. Er weist meinen eigenen Worten auf den Weg. Ja, ich weiß es nicht genau, wann das Reimen mich ergriff, wann ich das erste Mal ein Lied schrieb aus dem Nichts. Als klirrender Poet ging ich aus der Heimat fort und als singender Poet melde ich mich an so manch fremden Orten zu Wort. La 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 la. Mir ins Herz hinein und wenn dann eine Melodie schleicht sich ins Ohr tief rein, dann vereinen sich die Worte mit den Tönen wohlgestimmt zu einem Lied, was meine Seele euch vorsingt. Ja, ich weiß es nicht genau, wann das Reimen mich ergriff, wann ich das erste Mal ein Lied schrieb aus dem Nichts. Als klirrender Prolet ging ich aus der Heimat fort und als singender Poet melde ich mich an so manch fremden Orten zu Wort. Orten, auch heute hier in der Volksbühne zu Wort. La 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 la. Ich glaube, ich bin heute der am weit angereisteste hier und freue mich super, also wirklich, ich bin richtig happy heute hier in der Volksbühne. Könnt ihr euch vorstellen, als Jugendlicher, ich glaube 16 waren wir, sind wir eingeladen worden,
mit der evangelischen Kirche hierher zu kommen und an diesem damals auch richtig tollen Festival hier auch teilhaben zu können. Und im Laufe meiner Jugendzeit und Studienzeit habe ich dann auch angefangen, ein bisschen Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwann möchte ich hier mal hin und auch hier meine Lieder spielen. Das habe ich dann, so ein Traum, der sich erfüllt. Ein neues Lied in Troubadour, so heißt noch mein neues Programm. Ich habe jetzt vor 3 Wochen eine CD aufgenommen mit dem Titel Aus der Seele. Und da sagt eigentlich schon der Titel, dass meine Lieder so richtig aus der Seele rauskommen. Und das nächste Lied, was ich spielen möchte, ist ein Lied, das ist so ein neues Lied aus dem Programm. Und ich habe auf dem Berg gewohnt eine Zeit lang und abends einen Blick gehabt auf das Rheintal. Und da flackerten die Lichter und das hat mich inspiriert und ich habe dieses Lied gemacht, das heißt ein neues Lied. Am späten Abend sitze ich hier ganz allein. Mit Gitarre und einem Glas Wein, hör in mich hinein, ja, hör tief in mich hinein. Seh Lichter, es ist dunkel in der Ferne, ja, der Himmel ist arg und bewölkt. Ich frag mich, wo sind all die Sterne? Ja, wo sind all die Sterne? Und ich höre, wie mein Herz den Rhythmus schlägt und dabei lauthals pocht. Und ich spüre, wie die Müdigkeit dem Schlaf ein neues Lied entlockt. Ja, gib du mir schwarze Nacht den Ton, die Lichter schreiben mir den Text. Und nach wenigen Takten spür ich schon, ist ein neues, ein neues Lied entdeckt. Autos fahren irgendwo herum, als fahrende Lichter sind sie stumm und verschwinden in der Nacht, in der so endlos schwarzen Nacht. Über ist der letzte Nachbar seine Lichter aus. Es ist es dunkel hier im Haus. Ich höre Stimmen aus dem Nichts, laute Stimmen aus dem Nichts. Ja, ich höre, wie mein Herz den Rhythmus schlägt und dabei laut als pocht. Und ich höre, wie die Müdigkeit dem Schlaf ein neues Lied entlockt. Ja, gib du mir schwarze Nacht den Ton, die Lichter schreiben mir den Text. Und nach wenigen Takten spür ich schon, ist ein neues Lied entdeckt. In meinem Ohr klingen Worte, das ist der Tagesschausprecher. Spricht über Krieg und Menschheitsverbrecher. Da ist von allem was dabei, von der globalen Sauerei. Mein Geist wird langsam müde, grübeln ist tabu. Ja, ich mach die Augen zu und finde meine Ruhe. Ja, meine wohlverdiente Ruhe. Oh. Spür in mir die Unruhe, aber auf den Mund, dass ein neuer Tag beginnt, der mir Kraft und Freude bringt, ja, der mir Kraft und Freude bringt.
schlägt und dabei lauter als pocht. Und ich höre, wie die Müdigkeit dem Schlaf ein neues Lied entlockt. Da gibst du mir schwarze Nacht den Ton, die Lichter schreiben mir den Text. Und nach wenigen Takten spür ich schon, ist ein neues, oh, ein neues Lied entdeckt. Ein neues Lied entdeckt. Dankeschön. Ja, ich trete normalerweise auch mit noch einem Lieder, mit einem Musikerfreund auf. Der konnte jetzt auch die lange Fahrt hierher nicht mitmachen. Und wir singen auch dann zweistimmig. Und dann habe ich gesagt, ich singe so gern mehrstimmig, zweistimmig. Und dann habe ich mir dieses elektronische Teil hier mal zugelegt. Ein Voicer, der begleitet mich jetzt immer. Genau. Hört man die Gitarre vorne gut? Weil ich höre sie kaum hier, vielleicht ein bisschen lauter die Gitarre. Ja, jetzt. Vielen Dank. Ja, das nächste Lied möchte ich gerne auch hier in Berlin spielen. Gott sei Dank ist diese Aktion in Chemnitz vorbei. Politisch gesehen läuft rechtspopulistisch ja vieles, vieles weiter hier bei uns in der Republik. Und deswegen finde ich es wichtig, dieses Lied hier auch zu spielen. Ein Freund von mir hat mir das erzählt. Er kam abends nach Hause und hat im Hausflur seinen Nachbarn getroffen. Und sagte, hey Heinz, wo kommst denn du her? Und der Heinz sagt, ich war auf einer Demo. Und er sagte, ja, was war das für eine Demo? Und er sagte, ich glaube Pegida oder irgendwie hieß es. Also er wusste nicht genau, wie es hieß. Und dann hat mein Nachbar gesagt, oh. Und fing an, mit ihm zu diskutieren. Es wurde auch ziemlich lang im Hausflur, bis dann irgendjemand mal gerufen hat, ey, jetzt aber Schluss. Ich weiß nicht, ob er den Heinz überreden konnte, nicht mehr zur Pegida-Demo zu gehen. Das war offen. Aber ich hatte eigentlich den Ansporn dafür, dieses Lied zu schreiben. Das heißt, die anderen. Hey Nachbar, läuft es in deinem Leben nicht so, wie du es gern willst? Gibt es Dinge in deinem Leben, bei denen du das tiefer fehlst? Dann ist es leichter, andere zu suchen, die zur Verantwortung zu ziehen. Für dein eigenes Versagen und eurer Wahrheit beizufliegen. Religionen, die du angreifst, es sind die fremden Menschen, dessen du speist und in deren Ländern du im Urlaub gern verweilst. Oh, oh, oh. Lasst uns bloß nicht schon wieder tun, als sei nichts gewesen. In diesem und im früheren Leben haben wir so viel erlebt. Lasst uns bloß nicht schon wieder hören auf die hetzenden Worte einer ewig gestrigen Horde, die stets die Schuld auf andere schieben will. La 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 la. Hey Nachbar, wenn du es nicht hören willst, dann frag mal bei den Alten nach. Ja, deine Eltern und auch Großeltern schämen sich noch Jahre danach. Da galten Juden und Kommunisten als das größte Übel dieser Welt. Und heute schimpfst du auf Islamisten und fühlst dich als großer Held. Als Patriarch und europäisch, man wär wohl so einen Quatsch erzählt, der ist mal wieder in die Falle getreten und hat jetzt auch noch die AfD gewählt. Oh. Lasst uns bloß nicht schon wieder so
so tun, als sei nichts gewesen. In diesem und im früheren Leben haben wir so viel erlebt. Lasst uns bloß nicht schon wieder hören auf die hetzenden Worte einer ewig gestrigen Horde, die stets die Schuld auf andere schieben will. La 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 la. Nicht schon wieder so tun, als sei nichts gewesen. In diesem und im früheren Leben haben wir so früh erlebt. Lasst uns bloß nicht schon wieder hören auf die hetzenden Worte einer ewig gestrigen Horde, die stets die Schuld auf andere schieben will. La la la. Schon wieder hören auf die hetzenden Worte einer ewig gestrigen Horde, die stets die Schuld auf andere schieben will. Mmh. Oh. Dankeschön. In Freiburg waren am letzten Freitag ca. 5000 Jugendliche auf der Straße in Freiburg. Und ich habe gestern gehört, hier waren es über 20.000 Jugendliche. Also da kommt irgendwas, da ist ein neues Bewusstsein im Gange. Ich lebe nicht von dieser künstlerischen Tätigkeit, sondern ich bin vom Beruf Sozialarbeiter und arbeite mit Kindern und Jugendlichen zusammen, bin sozusagen an der Basis. Und ich weiß, es gibt viele Jugendliche, die sich für wenig Politik interessieren, aber es gibt auch mindestens genauso mittlerweile viele, die sagen, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, die, die jetzt auf die Straße gehen, die haben das jetzt irgendwie begriffen und fangen mal an, da auch mal genau hinzuschauen. Ich hatte mit Jugendlichen über ein anderes Thema gesprochen, nämlich zum Thema Zivilcourage. Und das war ein sehr anregendes Gespräch für mich. Und ich schöpfe da immer so meine künstlerischen Sachen raus und habe daraus ein Lied gemacht. Das heißt Total gerechte Welt. Wir stehlen uns wie zwei Gauner durch die helle Nacht und wünschen uns ganz fest, dass keiner von uns beiden je aus seinem Traum erwacht. Ja, wir laufen Hand in Hand, total verliebt, durch das Großstadtlichterfest, und jeder von uns beiden hat sich als fest ein Ziel gesetzt. Ja, wir werden uns immer wärmen, wenn das zieht. Ja, es frieren nur die Hände, aber Herzen frieren nicht. La la la, la la la. Ja, wir nehmen uns ganz fest vor, dass der Mut uns nicht verlässt, dass der Glaube nur daran riesen Berge versetzt. Wir wollen uns umschauen nach einer total gerechten Welt, in der bei dem, der den Schwachen hilft, nur die Courage zählt. Wir sind zwei Schwärmer und sind ärmer als ein armes Schwein. Wenn wir sehen, wie einer klaut, dann greifen wir ein. Unsere Devise heißt, ja, ich misch mich ein. Wir sind friedlich wie zwei Tauben auf dem Friedensdach.
Und wenn zwei sich schlagen, gehen wir hin und rufen laut und engagiert: Hört endlich auf damit! Wir schauen hin und holen Hilfe in der leeren Straßenbahn, da wo ein schwarzer Mann sich von Neo-Nazis bahnt. La la la, la la la. Nur die Courage zählt. Wir sind nicht naiv und glauben, dass wir Helden sind, die alle Schwachen retten und fliegen können, auch gegen den Wind. Nein, wir sind nicht blind. Doch was zählt, ist der Mut gegen Unmenschlichkeit, dass wir hinschauen und nicht wegschauen aus Angst vor der eigenen Feigheit oder aus Bequemlichkeit. Ja, das ist unser großes Ziel, was unsere Liebe zusammenhält, damit sie nicht aus Feigheit wie ein Kartenhaus zerfällt. La la la, la la la. Ja, wir nehmen uns ganz fest vor, dass der Mut uns nicht verlässt, dass der Glaube nur daran Riesenberge versetzt. Wir wollen uns umschauen nach einer total gerechten Welt, in der bei dem, der die Schwachen hilft, nur die Courage zählt. Ja, ich habe die große Ehre, hier sogar zweimal auf der Bühne zu stehen. Ich werde nachher nochmal hier oben sein. Und dann habe ich mir überlegt, was singe ich denn jetzt als erstes und was singe ich dann vielleicht zum Schluss. Aber ich würde jetzt, weil hat ja ein Kollege angesagt, dass ich auch Lieder zum Mitmachen, und das ist immer so das Lied, was ich zum Schluss meines Konzertes spiele, wo alle dann nochmal mitmachen können. Und ihr dürft jetzt auch vielleicht, wenn ihr Lust, ein bisschen mitschunkeln oder mitsummen oder wie auch immer, damit wir ein bisschen auch für die nächsten tollen Künstler, die hier auf die Bühne kommen, in Stimmung kommen. Durch die Scheinwerfer verziehen sich die Seiten auch ein bisschen. Also, die Menschen bei meinen Konzerten kommen zu mir und fragen mich immer: Hey Wolfgang, wo machst du denn deine Lieder? Oder wie entstehen deine Lieder? Und ich sage, dann überlege ich oft so und sage: Ach, eigentlich, ich habe so ein kleines Arbeitszimmer und dann sitze ich da am PC und surfe da ein bisschen rum manchmal, so auf politischen Seiten und Dokumentationen. Dann schaue ich aus dem Fenster und irgendwann kommt mir ein Gedanke, dann klimper ich ein bisschen rum und schon, plups, ist ein neues Lied in Troubadour entstanden. Und weil das so viele schon gefragt haben, habe ich gesagt, ich mache ein Lied daraus. Ha, das heißt In meinem kleinen Zimmer. Ist auch das letzte Lied dann. Hier in meinem kleinen Zimmer sitze ich oft, sehr oft, aber nicht immer. Schau in Gedanken aus dem Fenster raus, aus dem zweiten Stock von unserem Haus. La 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 la. Also, das geht ganz einfach. Ja, und hier in meinen kleinen vier Wänden
Ja, da juckt es mich des Öfteren in den Händen. Na, dann greife ich mal schnell zu Blatt und Stift und schreibe auf, was mich alles betrifft. All die Dinge, die ich mir überlege, was mir in meinem Kopf rumfehlt. Yeah. La 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 la. Und hier in meinem Mini-Auffangbecken, da würde ich gerne Utopien aushecken. Ich ließe Flüchtlinge, bevor sie ertrinken, in meinem Zimmer in tiefe Kissen sinken. Ich ließe Kinder aus dem ukrainischen Krieg gern herein und sänk vom Frieden ihn ein Lied. Einem netten Raum. Da wär ich gern auch mal Gewinner, wenn auch nur im Traum, der die Welt von Krieg und Leid befreit und der lauthals nach Gerechtigkeit schreit. Da würde Melodien zu einem Lied, zu dem es meistens einen Text dazu auch gibt. Yeah, yeah, yeah. La 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 la. Fehlt nicht Frieden in meiner stillen Phase. Hier könnte ich jeden Tag entspannt und gelassen meine Seele in Ruhe baumeln lassen. Hier könnte ich jeden Tag entspannt und gelassen, ja, meine Seele in Ruhe baumeln lassen. Schon fast heiser, aber ihr seid noch fit, oder? Wollen wir es mal zusammen machen? 1, 2, 3, la 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 la. Noch mal lauter. La 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 la. La 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 la. Ja, meine Seele hier in Ruhe baumeln lassen. Baumen lassen. Oh, 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 oh. Dankeschön.